was gibt's für uns? Dann herzlich willkommen zum weiteren Rekord bei First Guy mit neuer Price Range und gegen Stefan. Was geht ab? Neue Price Range, neuer Rekord. Yippie! So muss das sein. Ihr seht, die Teams sind noch leer. Ihr habt ja letztes Mal in den Kommentaren so ein bisschen diskutiert, ob es geiler ist, wenn man den Captain aus seinem Verein reintut oder mit einer Price Range. Beides wurde gefeiert. Deswegen machen wir das, denke ich, abwechselnd. Wir hatten jetzt schon mal einen Tutti-Captain, den man aus dem Verein reintun konnte. Deswegen heute der Captain mit Price Range. 2 Millionen hatten wir jetzt dadurch, dass wir letztes Mal das Besondere probiert hatten, noch gar nicht. Also der Captain heute mindestens 2 Millionen auf dem Markt suchen und jede andere Position mindestens 170.000. Das ist sehr viel. Teams können saftig sehr teuer werden. Ja, richtig saftig. Lasst einen Daumen nach oben da, unbedingt, wäre mega cool. Lasst heute die 6.999 knacken. Wer fresh, checkt Stefan ab. Mit dir war sogar das erste Buy für Sky, was ich in dem FIFA gemacht habe. Und da wurde dann, da hat sich gezeigt, die Leute feiern das Format. Und ja, man, und die Kombi denke ich auch. Deswegen bist du ready. Ich bin bereit für die Starspieler. Kann ich mir jetzt eine Position aussuchen oder wie machen wir das? Genau, Position wie du willst. Du musst aber auch nicht mal jetzt den Star spielen. Du kannst ganz gemütlich erstmal noch entspannt die 170.000 nehmen und dann irgendwann auf unauffällig den Captain nehmen. Ich glaube, ich starte sogar mit der Position heute. 170. Ich wäre eingestellt. Sag, wenn du auch ready bist, dann können beide suchen. I'm ready. 170.000 sind eingestellt. Ich bin auf dem Markt. Überleg mal, jeder einzelne Spieler mindestens 170.000. Ich gehe auch auf den Markt. Ay caramba! Interessante Karten. Okay. Teuer, teuer, teuer. Ja, ich gebe dir für den ersten Spieler mal die Nummer 10. Die Nummer 10, sagst du? Ja, auch mal machen. Boah, habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr, aber ich glaube, das ist auch mal geil. Mh, könnte scheinen, der Mann heute. Der hat was auf dem Buckel. Okay, dann geh du mit der 6. Crazy, der habe ich gerade erst verkauft, kann ich jetzt wiederholen, aber der ist eine absolute Maschine, Digga. Und das nervt aber ein bisschen. Ich habe sogar gehofft gerade. Hauptsache nicht den, dann bereue ich mich, dass ich den eben verkauft habe. Aber ist eine Maschine. Da ist er wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich hoffe, es ist nicht der Ronaldinho von der Aufnahme von eben. Nee, der bleibt im Fall, Ronaldinho. Aber der ist auch schon saftig. Guck mal. 600.000, der erste Spieler. So geht's los. Okay, ja. Kurz ein paar Gründe, warum ihr als Fußballfan unbedingt die Fußball-App Fortmob kostenlos über den obersten Link in der Beschreibung downloaden solltet. Die App ist einfach die übersichtlichste Fußball-App. Wenn ihr sie öffnet, habt ihr direkt einen Kalender und seht, welche Matches sind heute. Und wenn ihr wissen wollt, was jetzt gerade abgeht, seht ihr auch mit einem Klick, welche Matches auf der Welt gerade live sind, weil ich das gerade nachts aufnehme. Wird nur in Mexiko gezockt, aber wenn da Matches bei sind, die mich genauer interessieren, kann ich hier sogar einen Stern setzen und dann habe ich das Match auf meinem Sperrbildschirm. Ihr seht das jetzt, wenn ich runterscroll, hier auf meinem Sperrbildschirm sehe ich einfach die Minute, den Spielstand und kriege alle Updates zu dem Match und muss dafür nicht mal mehr mein Handy entsperren. Außerdem gibt die App natürlich alle News zum Fußball und auch alle Transfer-Updates. Und man kann nicht nur Mannschaften folgen, sondern auch einzelnen Spielern, was richtig cool ist und da sehr, sehr detaillierte Statistiken, beispielsweise zu Musiala auslesen. Ihr könnt die Noten einsehen, die der Spieler bisher bekommen hat. Ihr könnt alles sehen im Vergleich zu anderen Spielern und diese Heatmap hier, was die Schüsse und Tore angeht, die feiere ich richtig. Ihr könnt zum Beispiel gucken, von wo die Tore erzielt wurden, wo die Bälle im Tor eingeschlagen sind und das Ganze geht auch ja, für die Bälle, die nicht reingegangen sind und. Also sehr, sehr geil. Ich würde auf jeden Fall sagen, Fortmob ist für jeden Fußballfan Pflicht, also jetzt kostenlos über den obersten Link in der Videobeschreibung downloaden. Ich weiß ehrlich nicht, wo ich heute den Captain nehme. Ich bin immer so ein bisschen einer, der Freestyle. Die meisten machen ja nur Stürmer. Ich hatte alles schon. Linke Flügel, ZO, MZ. Ich hatte sogar Innenverteidiger schon mal den Captain. Alles schon durchprobiert. Ich weiß nicht, was ich am besten finde. Aber ich bin auf der nächsten Position. Man darf ja upgraden, wenn man die bessere Version im Verein hat. Von der wäre an sich nicht so geil, aber da habe ich die bessere Version im Verein. Dann sind hier ein paar geile. Okay, ja. Ja, ja. Ey, ja, ja. Dann würde ich sagen, geh du nochmal mit der 6. Nochmal die 6? Ja, ich geb den Hinweis. Gib mir doch auch mal die 6. Bruder, du hast mich rasiert gerade. Von mir kriegst du keine 6. Von mir kriegst du die 5 dann. Die 5? Oh! Ja. Ah. Boah, ich kann so viel sagen. Ich hab sie im Verein. Oh. Aber ich. Boah, ich glaub, ich. Also, die werde ich nicht gegen die. Weil. Also, gegen dich ist da sowieso immer so ein Ding, ne? Das werde ich nicht machen. Ich kann das, glaube ich. Upgraden. Das, ich sag dir eine Sache. Ich würde sie upgraden, hätte sie nicht in Rot. Ich habe bei dir auch alles geupgradet. Bro, es geht mir nur darum, dass ich sie in Rot habe. Und in Rot, boah, ne, das mache ich nicht. Es ist die einzige Karte, die ich in Rot habe. Deswegen geht nicht. Die andere Karte ist auch super. Ist auch
Aber Rot, boah, okay, da blutet mein Herz. Ich bin wirklich sehr gespannt, wer das ist. Gut, die beiden Spieler sind drin. Wir gehen auf die nächste Position. Ich bräuchte jetzt mal einen Kracher. Ich bräuchte einen Kracher. Sag, den Spieler, den du mir gerade gegeben hast, hatte ich auch noch nie. Aber die Stats sind übelst geil und der Preis ist auch nicht verkehrt. Ich bin auch wirklich gespannt, was die Karte drauf hat. So, nächste Position. Zack. Und ich bin da irgendwie. Wer noch? Sag an. Also bei mir sind gerade Spieler da. Das könnte auch Joker-Session sein gerade bei mir von der Price Range. Okay, crazy. Ich habe das Gefühl, die Guten sind immer oben. Ich gebe dir die 4. Oh la la, Mamacita. Geil. Okay, dann pack du dir mal die 5. Die 5? Ja. Die 5, ich habe die bessere Version nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich habe mir so viele gute Versionen gegönnt, aber von der Karte nicht. Das kann doch nicht sein. Das Ding ist, ich muss halt auch ein bisschen mit den Coins haushalten. Ich kann mir jetzt, schwer. Aber ja, wir gehen rein. Upgrade geht ja eh nur, wenn man sie im Verein hat, ne? Also es kostet ja dann nicht extra quasi. Ach wie? Ja. Ach so. Ja. Ach so, ich dachte, ich kann immer, ach so. Nein. So sind die Ringe. Okay, das ist aber eigentlich eine geile Regel. Ja gut, dann, easy. Also dann hätte ich gar nicht upgraden können. Okay, alles klar. Nächste Position, wir gehen rein. 170.000 Coins, auf geht's. Digga, das ist so eine Price Range, das will keiner aufnehmen eigentlich. Boah. Hab ich davon was? Ah, du kannst mich richtig brechen, theoretisch. Du kannst mich ja jetzt richtig brechen. Musik in meinen Ohren. Aber mit welcher Nummer bricht man dich? Mit zwei Nummern sogar. Und es gibt eine Nummer, die wird dich, glaube ich, brechen. Aber die erste Nummer, die mir ins Köpfchen kam, ist die 9. 9 machst du, oder was? Ja, sicher, die 9. Egal, so ist mir nicht gebrochen. Aber was mich gebrochen hat, ist, dass ich gestern sein Upgrade discardet habe erst. Also ich glaube, ich habe sein Upgrade jetzt auch nicht mehr im Verein. Ich hätte eigentlich das Upgrade gehabt und dann wäre es so geil gewesen. Aber ich habe es gestern discardet. Viele haben es vielleicht gesehen. Das heißt, ich muss jetzt die schlechte Version nehmen. Ja, das ist auch alles ein bisschen unlucky. Der läuft bei mir heute auch nicht so nach Plan. Komm, ich gebe dir die 2. Boah. Oh nee, ich krieg den gefühlt jedes Mal beim Buy First Guy. Und ich kann da gar nichts upgraden. Ich wünschte, ich könnte wenigstens seinen Pace ein bisschen upgraden. Aber ja, das ist so eine Nummer, willst du nicht. Sowas willst du, ist da, aber willst du nicht. Also ja, muss nicht sein. Ich muss langsam, ich glaube, ich gehe gleich mal auf den Kapitän. Aber welche Position nehme ich heute? Komm, ohne Schäme, 2 Millionen. 2 Millionen bist du drauf. Ja und ja. Boah, ich bin auch auf einer wichtigen Position. Da kannst du mir gleich auch eine Nummer geben, okay. Ich glaube, mit der 6 sind wir heute gut gefahren. Ich gehe mit der 6. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, ne? Wenn da so andere Spieler hier auf der Seite, der ist nicht schlecht, ne? Aber fast jeder. Bruder, warte mal, jeder hat 5 Sterne Skills, außer der, den du mir gegeben hast. Das ist so wichtig. Das ist, ehrlich, fatal, wisst ihr es auch. Ich hoffe 3 Sterne. Ich hoffe schön. Nee, 3 Sterne. Im letzten Video, ne, was wir vorhin bei dir aufgenommen haben, hatte mein Stürmer 2 Sterne-Skills. Ich dachte, mir fallen die auch. Ja, trotzdem hast du mich 2-mal getunnelt. Ja, hoffentlich jetzt wieder. Auf jeden Fall, du nimmst dann mal die 9. Okay, die 9. Geil, habe ich noch. Doch, habe ich schon mal gespielt. War gut. War geil. So, auf welche Position gehen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe mal hier auf diese Position. Du hast deinen Joker noch gar nicht benutzt, ne? Vielleicht aber auch nicht. Ich verrate dir gar nichts. Okay, ich verstehe. Ich bin bei meiner Position in der Suche drin. Ich glaube, wobei hier gibt es 2, die ich noch nie benutzt habe. Die sogar sehr echt geil aussehen. Und die anderen weiß ich eigentlich, die sind alle ganz nice. Also. Oh, ich habe bei mir nur einen Spieler, mit dem man was anfangen kann. Der Rest ist einfach Discard. Was geht ab? Was ist das denn für eine Gammelscheiße? Ja, hast du das falsch eingestellt? 17.000 mindestens oder so? Naja, dann nee. Den gebe ich dir erstmal fix. Komm, jetzt machen wir bei dir auch einmal die 6. Geil, du triffst den Besten. Das ist der Einzige, der wirklich noch beschissener ist als die anderen. Noch schlecht. Guck mal, die 6 ist es immer. Ja, komm, dann nimm du die 4. Oder gibt auch die 6. So Mühe gegeben. Aber warte, ich bin deinem Kopf. Die habe ich. Jo, ich habe die bessere Version. Endlich. Bruder, mein Verein ist eigentlich so geil, ne? Ich habe schon die ganze Zeit mich gewundert, ob ich nie upgraden darf. Jetzt haben wir ein nices Upgrade mal bekommen. Also, okay, ein riesen Upgrade ist ein +1. So, aber trotzdem.
Hör ich nicht gerne. Okay, nächste Position. Wir gehen rein. Ich, kein Joker, ne? Kein Joker. Aber hier müsste es doch eigentlich jetzt müsste es richtig scheppern. Ja, es scheppert schon ein bisschen. Es ist, kann man machen, kann man machen. Ja. Wilde Seite auf jeden Fall. Mit Potenzial, auch mit Flop-Potenzial. Komm, jetzt muss ich schlau sein bei dir. Ich gebe dir die 3. Mhm. Aha, ja. Sehe ich mich, würde ich gerne mal austesten. Auf jeden Fall. Das ist eine neue, frische Karte, mein Freund. Totti Nomi, ja, oder was? Okay. Ne? Vielleicht auch ein Totti? Okay. Danny, was hatten wir heute denn schon ganz oft? Welche Nummer? 6 hatten wir oft. Ja, dann wir gehen jetzt mit der 8. Ja! 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 Bruder, die 6 wäre so fatal gewesen, Digga. 6, 7, 8, 8 ist geil, Digga. 5 Sterne, oder? 5, oder? Ja, Mann! Woo! Schade. Oder ich hab so geackert mit meiner Betonung auch, dass die 6 gut wäre. Ich hab so geackert. So Angst, dass ich die 6 bekomme die ganze Zeit. Digga, das wäre so fatal gewesen. Sehr gut. Die 6, warum ist die 6 immer Müll? Ich check das nicht. Ich habe diese Spielers sogar so. Es ist super. Okay, ich brauche mal ein bisschen Chemie. Was geht ab? Oder ich wundere mich auch gerade, Mann. Digga, noch nie so wenig Chemie gehabt. Eine Zeit lang hatte ich bei Bye for Sky jedes Mal 33 oder 32, ne, was ich hier gerade sehe. Ja, wird schwer heute. Wir müssen ein, zwei Icons auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht gehen wir auf eine Position, was gutes Icon-Potenzial hat. So, finde ich den, ey. Der Spieler, ich glaube, hätte auch eine bessere Version. Warum habe ich den nicht im Verein? Komm, jetzt ein aber. Spieler habe ich dabei, den ich nicht will. Ein Spieler, den will ich auf keinen Fall haben, weil der ist auf der Position nicht gut. Die anderen können alle was, die können alle was. Ja, aber weißt du, was Brüse? Ich weiß halt, wo er ist, ne, dann schlechter. Er ist auf der 6. Let's go! Ja, okay. Dann nimm du die 1. Die 1? Boah! Ne, die 2, was? Was, ein 1 oder 2? Ich hab's nicht gehört jetzt. Ne, war die 1. Bruder, 1 Million ist eine Ansage. Ehrlich? Statements. Ja, ich glaube, der kostet immer noch 1 Mio, ja. So, ehrlich, fast 1 Mio noch, obwohl der schon eine viel bessere Version hat und so. Aber schon wie technisch hat das bei mir nichts gebracht. Ich brauche auf die letzten 3 Positionen unbedingt eine Icon. Ich glaube, im letzten Video gegen Wakes habe ich ihm beim letzten noch eine Icon gegeben und diese Icon hat irgendwie so 12 Chemie gebracht oder so. Sowas musst du bei mir auch jetzt machen. Warte, hier habe ich Hoffnung. Bei dir weiß ich gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob du Kapitän schon benutzt hast oder nichts. Aber gut, ein Mann spielt undercover, er spielt verdeckt. So, ich bin ready. Oh, hier habe ich eine ganz kranke Upgrade-Version. Eine ganz kranke. Einmal Glück haben. Ah, das wird nicht auf der 1 sein. Safe nicht. 1. Nein. Nein. Warte mal. Ehrlich, 1. Ja. Das kann doch nicht sein. Habe ich die Version verkauft? Oder das ist, ich schwöre, du checkst es gleich erst in-game. Das ist die unnötigste Karte in FIFA Ultimate Team. Sie ist sogar weggegangen. Bruder, jetzt muss ich... Nein, du hast... Das ist wirklich fatal. Das ist, letztes Mal habe ich mich schon richtig darüber aufgeregt, die bekommen zu haben. Ja, ich habe geile Spieler zur Auswahl, bis auf einen, den sehe ich hier nicht, aber die anderen sind alle top. Der wäre natürlich chemietechnisch am besten, aber alle anderen nehme ich Kusshand. Die Karte, ich muss sie am Ende wieder für Hälfte des Preises verkaufen und dann muss ich das nächste Video wieder kaufen. Das macht gar keinen Sinn, die wird glaube ich nur bei mir angezeigt, bei anderen gibt es diese Karte gar nicht. Ey, was machst du denn da? Bruder, nimm einfach die 4. Ich bin im Loch gerade durch die Seite. Let's go! Bro, ja. Du bist es heute. Du bist mein Mann. Ich brauche eine Icon. Digga, was ist das für ein Team? Ich hatte gerade eine Icon zur Auswahl und du hast mir genau die Icon gegeben. Und die wird, glaube ich, nochmal richtig wichtig werden für die Chemie. Damit ich ja auch ein bisschen was zusammenbekomme. Jawohl. Guck mal. Bub. Oh, yes, baby. Leute, bitte, eskaliert bitte mit den Likes. Lasst das Ziel knacken, damit die Price Range nochmal um 10k hochgeht. Dann kann sie nämlich gar nicht mehr angezeigt werden. Wenn wir nochmal 10k hochgehen, weil ihr Max-Preis ist bei 179 bei Bieten. Wenn wir nochmal 10k hochgehen, kann es nicht mehr angezeigt werden. Ich habe sie jetzt back-to-back bekommen. Das ist einfach so frech, ich sag's dir ehrlich. Bist du ready für die nächste Position? Jetzt bitte auch mal. Ich bin bereit. Für mich, ehrlich. Also bei mir vorletzter Spieler. Meine Spieler sind an sich geil, aber die Chemie ist brüchig. Ich habe die meisten nicht in ihren besten Versionen und so geil ist das alles hier auch geil. Obwohl ich sogar die Formation genommen habe, wo ich auch vertraue, ich baue doch eine neue Form auf. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Formation wahrscheinlich die beste ist. 4, 3, 2, 1. Schreibt mal ein paar Dreierketten rein, Freunde, für Danny. Aber nur, wenn ich das nicht soll. Ich habe auch schon einmal probiert, aber die war richtig fatal auch. Digga, was ist das? Ja, nochmal probieren. Zweite Mal läuft immer besser.
Also vor einem Monat habe ich immer Glück, immer das beste Team bekommen, immer 10 Millionen wert, aber inzwischen Gurke, ey. Was, gib mir mal eine Zahl, komm, breck mich noch weiter, komm. 10. Was ist das für ein Digga, Mann! Also ich habe aber auch Spieler irgendwie, wo ich mir denke, gerade die habe ich diese, also das habe ich schon mal gesehen am Anfang des Videos irgendwie. Kommt mir bekannt vor, die Auswahl. Okay. Dann nochmal die 5. Mua, Junge! Und damit ist alles auf Full Chemistry. Alles. Junge. Und mit alles meine ich alles. Oh, ey, mein, ich bin auch krank gepusht, Digga. Ey, ich bin auf 12 jetzt. Digga, das hält. Auf 12 Chemie? Oh, nicht schlecht. Dafür, dass das Team schon... Wenn ich nur eine Icon kriege, komme ich vielleicht noch auf 20, weil das echt viel machen würde, ne? Aber wenn ich keine Icon kriege, gehe ich vielleicht mit 13 Chemie rein. Das hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Byfirst-Guy in FIFA. Und dann, warte, bei 13 Chemie haben die einfach keine Gehirnzellen. Das ist halt das Problem. Die rennen auf dem Parkplatz rum und denken, die sind gerade auf dem Spielfeld und so. Das ist zu krass. Richtig. Deswegen, ja. Letzte Position. Muss auch mal sein. Bitte ein paar Icons. Okay. Oh mein Gott, okay, ey, du kannst gönnen. Du kannst gönnen. Einfach die Icon. Einfach die Icon. Wie viele Icons hast du denn zur Auswahl? Ei, ei, ei. Eine nur. Eine Icon hast du? Na, jetzt musst du in dich gehen. Die 6. Ah! Ich hatte 4 Icons. Ich habe extra gesagt, eine, damit du vielleicht Nummer 1 sagst oder so. Aber auf der 6 war natürlich wieder irgendein Typ, den ich seit 2. Woche FIFA nicht mehr gezockt habe. Was ist das denn? Haben die Price Ranges von den schlechten Spielern erhöht oder was? Seit letzten Monat, meine Teams waren jedes Mal geiler. Jetzt, sie haben nicht mal Chemie und so. Was ist das? Danny. Ah ja, du, bei dir jetzt wieder R9 und Dings. Alles. Ach komm, nimm du einfach die 9. Boah, Junge, auf den Mann freue ich mich so. Eieiei, Coco Jumbo. Eieiei, geile Karte, okay. Alles klar. Das ist die fertige Mannschaft. Ich bin gespannt, wer das bessere Team hat. Ich gehe eigentlich davon aus, dass du das bessere Team hast. Das ist, meine sind teilweise echt Gurken, aber einiges kostet trotzdem Coins. Das ist halt dann auch wieder das Problem. Hier steht ein bisschen was auf dem Spiel. Hier 1,5 Millionen, da 1 Million, da eine halbe, da dies, das. Sag mir mal bitte deine Chemie einfach nur. Hast du unter 20 Chemie? Naja, ich hab 14, Digga. Das hab ich noch nie gesehen. Ich sag wirklich, die rennen gleich gegeneinander und fallen hin und sowas. Das ist schlimm. Na, egal. Wichtig. Okay, dann lad mal ein. Auf geht's. Let's go. Na gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wer was wo hat. Das ist okay. Okay. Goldspieler sogar. Okay. Wer war dein Starspieler? Salah? Ja, Salah. Bei dir ist Son oder was? Ja, ja. Aber also bei mir, ich will ja nicht sagen, aber 33er Chemie ist da. Ja, ich sag, dein Team ist jetzt auch kein Überteam, ne? Aber die Chemie könnte schon wirklich einen Unterschied machen. Gucken wir mal. Ich hoffe mal doch. Rein, ne? Was so geht. Ja, maximal. Spielst du da Rückraum, dann geht er auf Hemd. Ja, und jetzt? Oh! Ja, block, block, block. Geht der. Block, block. Ja, da waren 2 Leute, die ihn blocken wollten. Unfair. Musiala. Mit Idee. Salah. Salah, Salah. Digga, mach zu! Und da ist er durch die Beine. Let's go. Hab doch gesagt, du bist Mr. Tunnel. Digga, es ist kein Fatal, kein Turnier, kein gar nichts. Entspann dich. Entspann. Bleib einfach ruhig, Danny, heute. Bleib ein bisschen ruhig. Player-Lock und alles. Du siehst das hier. Guck mal, ja, ich sehe das schon. Habe ich gesehen auf YouTube. Da macht man nämlich einmal so. Ja, so. Und mein Spieler. Ja, geil, und? Digga. Oh, zum Glück hat der 2 Sterne Weakfoot, ja, der Mann. Das ist fatal. Ja, ja, Lösung. Ich weiß, wenn du dich mal ein bisschen entspannst, Alter. Renn, renn, renn. Mach zu. Pressing. Ach, du 90 Scheiße. Gerade. Cancelo! Ja! Verteidiger Bock. Verteidiger Bock. Digga, es ist doch so ein Müllspiel. Alle bitte auch einmal meine Verbindung einblenden. Immer schöne rote Latenz. Wunderbar, geil! Hast du ehrlich wieder schlechte Latenz, obwohl du eingeladen hast? Das ist crazy. Ja, Digga. Natürlich, Mann. Crazy, dein Anbieter hasst dich. Oh, wie kommt der denn durch? Ja! Gerd! Let's go, 2-1! Da bin ich doch! Oder und eben, 90 Minuten, ich move 20 mal Keeper gegen dich, 20 mal richtig, jetzt erste Bewegung schon falsch. Warum machen die denn da alles so auf, bitte? Oh. Yo, Schlittschuh fahren, auch immer geil. Pack die Schlittschuhe aus. Was? Ja, der kann Schuss. Nicht schießen, der kann nur, was eine Karte von ohne, 2010 ist, Digga. Ohne Messi kann der gar nichts. Ne, keiner eine Idee. Kannst du mir den Ball geben, danke. Muss ich Junge, was machst du da, Mann? Ich komm gar nicht hinterher. Ich hab mich so gefreut, als du mir den gegeben hast. Ich liebe diese Karte. Digga, meine Fresse, Alter. Mann. Junge, Junge, Junge. Ja, nice.
kein NPC-Spieler. Hey, ich mach den auch noch auf, ne? Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Also ich bin kurz davor, einfach rauszugehen, Mann. Es ist einfach so sinnfrei. Digga, wie oft hast du sowas? Wenn du immer so aufhörst, ich schwöre, ich würde sogar umziehen, deswegen. Das ist kein Witz. Nein, es ist nicht immer so, aber es ist einfach... Digga, was soll ich sagen? Ich kann auch nicht jedes Mal rumheulen wegen der Verbindung. Was soll ich machen? Aber es macht einfach keinen Spaß. Hängst du mit so einer Fresse hier? Du kannst einfach nichts machen, Mann. Was ist das hier für ein Spiel, Mann? Ich hab eine Chance, ein Tor. Du hast 20 Chancen. Du könntest Weekend League West schon 20-0 gerade. Digga, es ist... Digga, es macht keinen Sinn. Das Spiel nach 5 Minuten, Alter. Es macht keinen Sinn, so zu spielen einfach. Frei, wirklich. Hey, Digga, ich schwöre, wenn man das sieht, denkt man, ich habe den Controller das erste Mal, halte ich den in der Hand, ne? Es ist unglaublich. Ehrlich, so sieht's aus. Zum Glück habe ich da hinten drin einen Mann, der wenigstens noch ein, zwei Bälle hält und zwei, drei, die da ein bisschen mal blocken. Hey, wie machst du das, dass bei dir aber auch drei Spieler um mich jedes Mal rum sind? Dir gehört der ganze Platz. Guck mal, wo meine da reinrennen. Auf welcher Linie? Einfach. Guck mal, die überrennt den einfach! Auf korrekt. Wollen wir durchlassen. So ist das. Ah, Bruder! Bruder? Ah, es ist so wild. Genau im richtigen Augenblick gepasst. Ja, es geht gar nichts. Es ist wieder maximaler Bruch, maximaler Discard. Wir sehen uns in 2 Jahren wieder, Danny. Vielleicht traue ich mich dann nochmal aufzunehmen. Korrekt, Digga. Digga, das spiel ich doch gar nicht hin, meine Fresse, Alter. Fuck dieses Spiel ab mit dieser Connection. Ist das eine Rotze einfach. Ich schwör's dir, kannst direkt einfach rausgehen und discarden, komplett. Da rennt sie doch. Ja, Torwart täuscht an. Haben wir rasiert, der Torwart mir rausgekommen, was soll jemand? 5 Discards, kenn ich irgendwoher. Du darfst... 5 Stück. 5 Stück, das ist das halbe Team. Warte mal, du hast Gerd Müller, du hast Son, du hast Marquisio, du hast Trent-Nominee. Okay, ich brauche eine neue Taktik beim Discard. Letzter war meine Taktik Müll. Okay, ich mache jetzt einfach immer Flickflack, ich mache alles so irgendwie Freestyle. Ich nehme den linken Stürmer. Den linken Mittelfeld. Dann aber den rechten ZM. Dann den Linksverteidiger. Einer kommt noch, ne? Dann den linken Innenverteidiger noch. Okay, du triffst Gerd Eiken Müller. 280k. Linkes Mittelfeld, Kostic, tut nicht weh, kostet nichts. Rechtes ZM hast du gesagt, ne? Ja. Marquisio, 100k. Ich hab mich stehen gelassen, ne? Also das kann ich jetzt schon sagen, weil ich die Namen höre. Dann Desai, 270k und linker Innenverteidiger war das noch? Ja. Casillas, 130k. Mein Son, mein Mäuschen, 1,5 Millionen. Bleiben stehen. Und damit ist das ein Bruch an dich. Du hast ihn nicht getroffen, aber hast du mir wehgetan. Also irgendwie. Ich wollte gerade sagen, es gab auch nur einen Spieler im Team, ne, der so richtig teuer war. Es gab nur einen Spieler. Normalerweise sind da mehr teure. Aber trotzdem. Also 700. Mit den anderen Spielern jetzt im Mittel kassierst und so geht fit. 800k, mein Freund. Da geht ein Küsschen raus an dich. Super. Geil. Ja. Machen wir, gebe ich ab, perfekt. Ja, ich sag so, Barisi, McManaman, Grimaldo und so wäre auch teurer gewesen. Das wäre echt nur Son. Deswegen, es passt schon. Ja, du hast, stimmt, also theoretisch waren die anderen alle weniger wert. Also du hast schon gut getroffen, aber du hast halt Son hast du stehen gelassen, oder was? Son habe ich rechts im Mittelfeld gepackt. Du hast wieder für die falsche Seite entschieden. Okay, Spieler sind in der SBC. Du Marquisio, Desai, Casillas, Müller, Kostic. Ich glaube, das passt. Müsste stimmen. Alles klar. Goodbye. Ihr seid weg. Ciao, ciao. Ja, was soll ich sagen? Erstmal eskaliert man mit den Likes und dann geht die Price Range nochmal hoch. Ich sage, wir müssen nochmal erhöhen. Ich verstehe nicht, warum beide nur ein Spieler hatten, der über 1 Million wert war. Ich hatte schon Videos, wo so 5 Spieler waren. Also irgendwie gibt es momentan viel zu viele günstige Karten noch, die erscheinen, selbst wenn man hochsucht. Deswegen, Leute, eskalieren. Dann gehen wir wieder hoch. Checkt Stefan ab. Link ist in der Beschreibung. Das war's. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.